Hey, Panini lässt wieder grüßen mit Ausgaben zweier Reihen. Einmal eine Casino-Angelegenheit in Marvels bekanntester Monsterreihe und ein aus den Fugen geratenes Erbe beim zweiten Black Adam-Band. Die Comics sind wie üblich in der Beschreibung verlinkt. Als Bruce Banners verklemmtes Rebellendasein noch grau hinter den Ohren und blau im Maßschnitt war, jeden Goliath in Vegas überblickend, doch nicht genug, um als Hulk erkannt zu werden, außer von jemandem mit Spinnensinn. Joe Fixit ist ein gemachter Wachhund wie Sohn für Mafia-Boss Mike Berengetti. Diesen verpasste ihn auch den Spitznamen Joe Fixit, weil aufständige Clubbesucher nicht lange an der Tür klopfen, sollte Joe sie fix wegwerfen. Auf jeden Fall will Wilson Fisk diesen kolossbewachten Bandenanführer eine kooperative Schutzgeldabgabe andrehen, um gegen eine größere Clanstruktur vorzugehen. Ärger muss man gar nicht ausrechnen, sind Pokerchips, Netze und aufklappbare Gehstöcke im Spiel. Die unschlagbarsten Momente im Comic waren die patenhaften Augenblicke in Joes Verbrecherkarriere, die Demütigung Fisks oder Berengettis Fürsorge. Und der Metamonolog mit der menschlichen Hälfte. Peter David versteht eben sein über 37 Jahre altes Hulk-Werk immer noch. Künstler Yildiray Cinna hält sich grad so an die Erwähnenswertigkeit. Fazit: ein netter Einschnitt im Hulk-Leben, gedacht für die Leute, die das Ganze in Taschenbuchformat miterlebt haben. Kurzer Sprung aus dem schließenden Marvel-Gebäude. Malik kennt ihr noch, den auf der Stelle zum Gott erhobenen Medizinstudenten. Gut, der leidet jetzt auch unter diesem Infekt, seit Prinz Adam ohne Schutz durch diesen Darkseid-Doppelgänger schoss. Auf Geheiß des karnischen Archivaren wird ihm geraten, einen Raum aufzusuchen, wo von ihm das letzte Mal gehört wurde. Dort probiert er eine VR-Brille auf, die ihn mit Theos Zahnpasta-Werbung strahlenden Ich reden lässt. Bereits hier stößt es mir auf, wie ritterlich er in seinen antiken Jahren auftritt. Wir reden hier von jemandem, der Zerstörungsmacht entgegen hilfsbereiter Hoffnung bevorzugte, indem er seinen eigenen Neffen den Hals umknickte. Ich meine, es ist interessant, Persönliches vom finsteren Blitz zu erfahren, aber irgendwie treibt es den Verlauf auch nicht vorwärts. Und die Akkads als von ihm eingeatmeten Alienstaub, der ihn Struktur verlieh, ist auch nicht wirklich umwerfend gewesen. Ich würde fast sagen, es wäre besser gewesen, Geoff Johns die Arbeit zu überlassen. Christopher Priest nahm sich anfangs wie dieser für die Einbürgerung der Charaktere Zeit. Nein, hier kommen sie alle, Butch da, ein Kriegsgott. Dort ein neuer Champion. Der einzig gelungene, unverhoffte Auftritt ist der Mirror Masters. Ich hab's Gefühl, der Autor hatte vor, die 12 Ausgaben aufzublasen. Irgendwie waren's 12 und viel kam nicht bei rum. Zeichner: während Eddie Barrows meistens scharf gestochene Action abbildete, reicht er hier nur an den heutigen leimigen Joe Bennett ran. Auf José Luis und Jonas Trinade lässt man ebenfalls nur das Nötigste ankommen. Fazit: anfänglich eine interessante, formbare Reihe, die mit kindlicher Gewalt durch die Superhelden-Schablone à la Play-Doh gepresst wurde.